ist natürlich klar, wenn man kurz vor Schluss letztendlich das Tor macht, dann sind natürlich die Emotionen natürlich ganz weit oben. Aber letztendlich ist es, glaube ich, ein verdienter Sieg insgesamt. Ja, lange, lange Leidenszeit. Jetzt mal wieder 90 Minuten, habe ich mich natürlich gefreut. War schon anstrengend nachher, zweite Halbzeit, gerade zum Ende hin. Aber im Großen und Ganzen auf jeden Fall habe ich mich gefreut darüber. Es war eigentlich nicht so einfach. Es aus meiner Sicht, glaube ich, war normal, war ein guter Tor, weil alle haben auf Nullschuss geachtet und die haben mich vergessen. Und, ja, ich hatte den Glück und dann durchgelaufen und war am Ende gut. Ich habe erstmal zum Linienrichter geschaut, weil ich gedacht habe, dass der da den Wimpel hebt, aber weil ich es auch selber nicht gesehen habe, ob da jetzt irgendwas mit Abseits war oder nicht, aber ja, einfach Freude pur, ne? In der 93. Minute keine Verlängerung, wir können jetzt nach Hause und dann ist gut. Ja, schon, weil letztendlich haben wir auch ein paar Spieler ersetzen müssen, die anderen haben nicht so einen Spielrhythmus, aber letztendlich auch ein Kompliment dann auch gerade auch an Tom Selke, der seine Sache da gut gemacht hat. Ich finde, der Pokalspiel Freitag, Flutlicht, da habe ich schon mit gerechnet, dass es sehr eng wird und auch vor allen Dingen ein schweres Spiel. Es war auch 90. Minute und dann weißt du, eigentlich Verlängerung muss ich auch nicht. Ja, es ist eigentlich spät auch und die Beine sind auch müde, kein Kraft mehr und dann, am Ende war gut. Man muss, ja, es war gut. Ja, ich denke, man braucht immer ein bisschen noch ins Spiel reinzukommen manchmal. Ne? Das darf man nicht vergessen, jetzt auch wieder auf dem Rasen, dass man sich auch an die ganzen Gegebenheiten erstmal ein bisschen gewöhnen muss, auch an das Licht, das ist auch nicht gut. Aber letztendlich haben wir dann nachher auch, wie gesagt, nach 20, 25 Minuten ganz gut ins Spiel reingefunden und manchmal dauert es halt ein bisschen.